Als sie hört, wie sich der Schlüssel im Schloss leise dreht, ist die damals geträumte Zukunft längst wertlos. Die Tür öffnet sich einen Spalt, ihr Mann schiebt erst den Einkauf herein, dann sich selbst. Noch im Türrahmen erschrickt er, bleibt stehen, lehnt seinen Körper zurück, als wollte er wieder hinaus, den Irrtum seines Kommens revidieren. Doch er kann es nicht ungeschehen machen. Die Frau steht vor ihm, im Lichtkegel der Deckenlampe ganz nah. Wie eine Schauspielerin auf der sonst dunklen Bühne, ein Scheinwerfer direkt auf sie gerichtet, zeigt sie ihm das nackte Gesicht. Sie könnte auch ein Junge sein, hineingeworfen in einen unfairen Boxkampf. Fliegengewicht gegen Schwergewicht. In der ersten Runde ohne einen Wimpernschlag zu Boden gegangen. Ein Junge, der nun langsam zu sich kommt, verwundert über sein zerschlagenes Gesicht. Sie aber fühlt sich weder wie eine Schauspielerin noch wie ein Boxkämpfer, sondern viel eher wie ein Boot, das auf offenem Meer in einen nächtlichen Sturm gerät, wie ein Boot auf offenem Meer, in das Menschen hineingeschlichtet wurden, wie ein Holzwrack im Mittelmeer mit einer Last beladen, die es nicht tragen kann, mit Frauen und Männern aus Afrika, die nach Europa gelangen wollten, in ein Europa hineingelangen, das sie nun nie sehen werden. Ihr Leib ist das Boot und wird nun von einer riesigen Welle erfasst, nach oben katapultiert, in Angst und Übelkeit gehoben. Dort verharrt sie kurz in völliger Stille. Dann wird sie in einer Spirale aus Schmerz nach unten gezogen, in die nahende Ohnmacht hineingezogen. Das Boot hat mit ihr auf dem Kamm der Welle getanzt, bis diese brach und in einem gewaltigen Strudel alles Leben mit sich riss, alles Leben mit sich fortgerissen und bis auf den Grund des tiefen, schwarzen Meeres gezogen wurde.